Okay, wir müssen uns besser umschauen. Also wir müssen da unbedingt drauf achten. Das ist Bielefeld, ich glaube auch. Ich habe vor kurzem tatsächlich etwas über meinen... Oh. Nur ein Tier, das durch den Wald huscht. Ja, ja, klar, bestimmt. Nochmal ganz kurz, eben kurz nach der Szene. Wir waren uns ja gerade nicht so sicher, ob die Megan, wie die ist doch so, ne? Ja. Das Mädchen, genau, ob sie lieb oder böse ist. Ich glaube, wir haben ja gesehen im Intro, dass sie halt diesen imaginären Typen hatte, diesen Dämon oder was auch immer das ist, der ihr halt zugeredet hat. Und ich glaube, dass das überall passiert. Ich glaube, von sich aus ist sie halt nicht böse. Sie weiß halt nicht. Ich glaube, dass sie, die ist diesen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ja, aber und sie hat doch dadurch nicht bestimmt, oder? Ich glaube doch, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass der irgendwas gesagt hat, so nach dem Motto, du kannst das und das machen. Und also Mary glaube, wird das gemacht haben damals. Ich glaube eher, dass es so eine Art ist von wegen hier Dings. Alter, im Intro haben doch die beiden Eltern gesagt, dass sie versucht haben, Kinder zu kriegen und dass das nicht ihr eigenes Kind ist. Was ist, wenn die den Pakt mit dem Teufel gemacht haben? Aber wie kann es dann sein, dass damals schon Mary so Probleme hatte mit Teufel und mit anderen reden konnte? Weil sie sieht ja auch schon. Ich glaube, dass das damals angefangen hat. Weil halt eben Mary auch die anderen sehen kann, die durch die Zeit reisen. Und ich weiß nicht, ob sie die Einzige ist. Ich weiß gar nicht mehr in der Testversion, ob sie die Einzige war. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen einfach weiter voranschreiten. Ja. Ich hab Brady gedrückt. Hier wird übrigens noch gesagt, vielleicht ist das mit Little Hope auch wieder ähnlich wie eine Creepypasta, weil wie gesagt, bei Man of Medan, das passiert ja auch auf einer, in Anführungsstrichen, wahren Begebenheit. Ne? Also wie... Dieses Schiff hat es wirklich gegeben. Und naja, wir gucken weiter. Vielleicht gibt es Little Hope wirklich. Kannst du Reisen buchen? Ehrlich jetzt? Nein! Kann das sein, dass es das Wrack irgendwo gibt noch? Warte, können wir nicht zu dem Haus hingehen? Warum nicht? Ach Mann. Das frage ich mich jetzt auch. Lass mal klopfen. Ja, da können wir nicht hin, ne? Da können wir nicht weiter. Als ob das Sinn macht. Ist das kaputt da hinten? Nee, okay. Nee, ich glaube, das geht nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir Bilder finden. Irgendwie überall, wo es irgendwie reingehen könnte, müssen wir auch reingehen. Oh! Siehst Alter. Du das? Fuck. Irgendein großes Tier. Der ist geschillt, Alter. Ich will sonst gute Nacht. Was hier wird? Ich seh's nicht. Was hier? Können wir jetzt... Ach, hier rechts. Hier rechts sind Picknicktische. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Oh nein, nicht, da kann man runterfallen. Bitte nicht. Warte mal, kommst du jetzt gerade mit mir mit oder bleibst du da? Ja, nee. Okay, du kommst mit, alles klar. Wo sind die anderen beiden Turteltäubchen? Immer wenn du dich trennst, wir sollten das immer sagen, wenn wir uns trennen. Dann sollten wir immer das, damit wir Bescheid wissen. Die anderen beiden gehen einfach geradeaus weiter. Ja, das ist halt richtig dumm. Perfekt. Aber du könntest halt bei denen bleiben, um zu gucken, was mit denen passiert, ne? Weil sonst nicht, dass sie die... Also, weiß ich nicht. Die sind gleich weg. Guck dir das mal an, ruhig. Ghost Towns of the Northeast. Little Hope, the town returning to nature. Was steht denn da? Da ist wirklich irgendein Little Licht. Hope zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Ja, das haben wir ja auch hier gehabt, ne? Jetzt kommt auch wieder das mit der Textilfabrik in Frage hier, dass die dann deswegen alle weggezogen sind. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hobbs Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. Filmempfehlung des Architekten... Filmempfehlung Architekten des Blablabla unleserig. Central in dieser Folge demaskiert Kate Wilder den Zodiac-Killer, doch können ihre schonungslosen Ermittlungen neue Fakten über den berücksichtigten Mörder zutage fördern. Sehenswert für die beeindruckenden von der Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen von San Francisco. Okay, das hat nichts mehr damit zu tun, irgendwie. Der Zodiac. Einfach so ein Touri-Zeitschrift. Bist du weggelaufen? Ja, die beiden laufen hier die ganze Zeit. Läufst du den gerade nicht? Die warten jetzt. Siehst du den? Okay. Dann rede ich gleich mal mit Andrew. Kann man aber nicht mehr zurück, glaube ich. Du könntest eigentlich nochmal zurückkommen und, Dann könntest du dabei sein mit Andrew. Können mit dem sprechen, tatsächlich. Ja, sprich mal. Man sieht auch irgendwas über den Sumpf hinaus. Ja, da ist ein Sumpf und dahin ist sowas wie so eine Laterne, ne? Boah, ich muss auch mal gleich, ey. Wie geht's dir? Hörst du das? Weiß ich nicht. Ich höre nichts. Wenn wir uns unterhalten? Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Wie, was? Ach so, wenn ich auf Toilette gehe, meinst du? Nein, oder was meinst du? Hörst du jetzt gerade, wie wir uns unterhalten? Ach so, nee, ich wusste nicht, dass das schon getriggert ist. Nee, das höre ich tatsächlich gar nicht. Da musst du, glaube ich, selber mit ihm nochmal reden. Ich weiß irgendwas nicht, an diesem Ort ist furchtbar. Kann ich nicht. Das spürt man. Was lauert dort? Alle müssen pinkeln, ey.
Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, positiv denken. Panik hilft uns nicht weiter. Und ich persönlich habe nicht die Absicht, hier draußen länger unterwegs zu sein als unbedingt nötig. Ganz deiner Meinung. Danke für dein Interesse. Ich kann, glaube ich, nicht viel machen gerade. Ja, ich habe nur gefragt, was da unten lauert. Oh, warte mal. Nein, das sollte nicht heißen, dass du dich beeilen sollst oder so. Alles gut. Hast du das gesehen? Nein, bei mir war nichts. Andrew hat gerade den Sumpf runtergeguckt. Und da stand da kam diese Moorfrau mit den Ketten. Kam kurz mit dem Kopf raus. The fuck? Und ist wieder runtergetaucht. Die ist wieder untergetaucht. Ja, die ist wieder weggegangen dann. Alter. Ich weiß nicht, ob es Gollum war. Ich weiß nicht, ob es irgendwie was anderes war. Ich hab keine Ahnung. Das ist so ekelhaft, ey. Möchtest du eben auf Toilette gehen? Ja, ich glaube, wir tun ja mit der Community auch einen Gefallen. Okay. Gut. Ich glaube nicht, dass hier jemand irgendwie subbt, um irgendwie da in den Vordergrund zu huschen oder haschen. Lädst du das Format eigentlich auch auf YouTube hoch? Ja, machen wir. So, ich glaube, Lennon ist wieder da, oder? Ihr lutscht die. Ich finde, Schokolade lutscht voll eklig irgendwie. Lutschen ist geil. Aber ich finde Schokolade lutschen eklig. Das ist richtig. Das klingt so komisch. Schokolade rutschen ist irgendwie. Nee, das. Rutschen. Das, Alter, habe ich jetzt. Vor allem, das zergeht doch eh auf den Mund. Habe ich jetzt den Stiel mitgegessen? Hast du so einen Weihnachtsmann-Lutscher oder was? Was ist das denn da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä, was denn? Eine Straßenlaterne! Hör auf. Hier. Das glaube ich nicht. Da war noch, da klebt was dran. Tatsächlich. Und hier ist wieder ein Haus. Missing. Da ist eine Katze entlaufen. Was? Benutze er und sieh dich um. The Witch of Edmonton. Little Hope Historical Society. Geschichtsverein Little Hope präsentiert Die Hexe von Edmonton. Ein Drama von W.M. Rowley, Doss, Decker und John Ford. Aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Das ist heute. Geschichtsvereinstreffen. Das erklärt wohl das mit den altmodischen Klamotten. Meinst du wirklich? Echt? Ein Geschichtsverein? Oh nein. Ich weiß ja nicht. Die glauben doch jetzt nicht wirklich. Ja, die dachten gerade, das wären die Leute aus dem Theater. Schauspieler. Die rennen hier im Wald rum. Ja. Das ist auf jeden Fall die logische Erklärung. Könnte ja, das erklären, Fall. Was wir gesehen ja, haben? Hör doch auf, da glaube ich doch eher an die Zeitachse. Nicht sagen. Könnte sein, Alter. Was? Hä? Ich kann nur, es muss so sein oder es könnte sein. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich kann gar nichts sagen. Gruselige Erscheinungen oder... Ein Trupp Alter, irrer ich warte Historiker. Nur darauf, dass hier so ein Lambo vorbeifährt. Und dann... On the road again. Und wir werden dann umgefahren. Ich hab Messi gezogen. Der hat wirklich Messi gezogen. Können wir hier nicht hin? Oh, gruselig, Alter. Irgendwie sind die Häuser egal. Wir sind hier alle halb tot, haben alle aufgeplatzte Schädel. Und ich meine, lass mal einfach das dritte Haus nehmen. Man wird doch hier fragen, ob da irgendwie Telefone sind oder so. Ich meine, wenn die schon verlassen sind... Was denn? Oh, hier ist ein Baum, okay. Wenn du hier mit der Kamera so rumschwenkst, ist einfach der Baum vor der Kamera. Ich bleib mal lieber bei dir, ey. Nicht, dass hier wieder jemand in die Ecke springt. Oh, was liegt denn hier? Ist die Gruppe noch zusammen? Fehlt eigentlich einer? Nee, ne? Nein, wir sind alle zusammen, ja. Ich fühle mich... Alter! Oh! Wolltest du nicht gerade sagen, du fühlst dich beobachtet? Was soll das? Ach so, wir können bewegen noch. Was soll das? Alter, geh nicht allein. Oh mein Gott. Da ist keiner. War da was? Da ist keiner. Wir haben nur den Kopf gesehen, ne? Aber nur von dieser anderen Perspektive. Ja, genau. Junge, die Musik. Warte mal, hier liegt was. Glaube ich, oder? Ne, ist nur Holz. Warte mal, können wir hier hoch? Wir können hier hoch? Ne, können wir nicht. Scheiße. Mann, ich will Bilder sehen. Wir gehen ins Museum. Warte mal, hier rechts geht's rein. Zu einem Haus. Oh oh. Und hier links ist auch wieder so eine. Warte mal, hier links ist auch wieder so eine kleine Einöde. Wir müssen es gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Irgendwie vielleicht. Ne, liegt nix. Oh. Müssen die Augen offen halten, das ist wichtig. Ganz wichtig. Zu wichtig. Hier ist ein Traktor. Ein alter Der Traktor. Ist wichtig. Da ist die Brücke! Oh nein, oh Gott, das sieht schon so krass aus. Warte mal, ne? kannst du hier zu diesem Traktor, können wir da was machen? Nee, ne? Ich kann nicht interagieren hier, generell Schade. Irgendwie sehr selten. Schade. Hier links vielleicht noch? Nee, da gibt's auch nichts, Damit oder? Könnte einer vorfahren. Da links, hier sind halt noch Langsam Verkehrsschilder. Laufen. Oh, hier ist eine Bremsspur? Oder was ist das?
Ich habe gerade irgendwas gesehen. Ich dachte, okay, doch nichts. Ich dachte. Oh. Hey! Da vorne ist was! Ein Schild. Wo? Hä? Die Middle School, oh mein Gott. Nein. Keine Schule, bitte. Das wäre so eklig, Mann. Und danach kommt Asylum, ich sag's dir. Wo lang? Gleiche Reihenfolge wie bei Phantasmagoria. Phobia. Wie recht du hast. Was denn? Womit? Womit? Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Jetzt rede ich! Ist das Megan? Ich glaube schon, oder? Wisst ihr was? Lass uns doch hingehen. Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich... Wow! Oh, Alter! Was machen wir jetzt? Nimm den Traktor, fahr die um. Haben Sie ein Telefon? Oh nein, bitte triff eine gute Entscheidung, Leno. Mach ich triff die beste Entscheidung, die wir hier regeln können. Oh nein, jetzt dann nicht. Ich regle das. Oh nein! Ihr bleibt hier. Hä, warum? Der ist doch tot jetzt. Nein, Olga. Alter, das ist so dumm. Das ist so dumm. Der stirbt doch jetzt, Alter. Was machen Sie jetzt? Ach, da, sag nein, darf ich jetzt auch entscheiden? Ich komm mit. Sag die nicht ernst. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Die Mundwinkel, Alter. Ich könnte mitkommen. Ich komm mit. Scheiße. Nein. Warte, ich komm mit dir. Jawohl, aber nicht schon mal du weg. Du bist ein Wichser, Alter. Das ist so dumm. Dass du da jetzt hingehst. Du bist ein kleiner Spacko, Alter. Quicktime-Event, bin ich gut drin. Oh nee. Mein Gott. Es ist so dumm. Hey, ihr zwei. Hä? Hey. Wir kommen nie wieder. Das ist nicht gut. Ja, ach was, was habt ihr denn erwartet, Mann? Ey, das ist so bescheuert, Mann. Ey, Leno, Alter, jetzt mal ohne Witz. Ganz ehrlich, ich bin raus, ciao. Nein, du musst mal ernsthaft. Du wolltest jetzt nur dahin, weil du gucken wolltest, was passiert, Mann. Das ist nein, ich bin die Authority. Nein, da hätte keiner hingehen müssen, Mann. Keiner. Ich bin die Stimme der Vernunft. Nein, du bist bescheuert, bist du, Alter. Langsam, sind wir hier beide in der Scheiße drin. Wo ist der Manager? Ich will den Manager sprechen. Langsam. Die Brücke stürzt gleich ein, das kommt aus der Demo. Oh! Hey! Hä? Ist da wer? Nee. Alter, hä? Nee. Hey! Newton. Hallo? Ich sehe das doch auch. Hey! Was zum... John! John! Oh mein Gott. Die sind vom Theater. Was wollt ihr von mir? Das ist sie, ne? Das ist sie. Sie selber, das ist sie selber. Ja. Wer sind sie? Was machen sie hier? Das muss sie doch erkennen. Düstere Zeiten. Ich meine, die Stimme muss sie doch erkennen, halt. Oder? Warten Sie! Halt! Fort von mir! Was zur Hölle bist du? Was willst du? Herzinfarkt. Ist das gut? Das ist unmöglich. Das ist so nice. Eine verderbte Zunge. Hä? Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ey, die triggern die Texte. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Leno, mach keinen Scheiß jetzt, bitte. Du hast schon mal Scheiße entschieden. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Das lässt sich ändern. Also sind die in der Vergangenheit auch zusammen? Vielleicht sollten wir einfach vögeln. Was? Du bist so dumm. Wir vereinigen alle Zeitachsen. Es ist nicht mehr wahr. Ey, ich hätte schwören können, dass wir draufgehen. Alles okay? Nee, ich wusste das. Überhaupt nichts ist okay. Ich hab Angst, bin verwirrt und hab mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, Salem? Den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Ja. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Alter, der hat's doch auch so gesehen. Alter, der Typ ist voll lost. Wie er es nicht wahrhaben will, einfach. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Och Mann, nein, niemals trennen jetzt hier. Ach, auf einmal oder was? Schaut ihr auf einmal keine Horrorfilme? Hä? Nie trennen, deswegen bin ich gerade vorgelaufen. Auf einmal ist er vernünftig, Alter. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe es mir angucken. Ich gehe mit John. Niemals trennen. Warte mal, Andrew hat recht, Taylor hat recht. Wer ist Andrew?
ich gebe mir du bist unser Freund. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Ja. Wir gehen gemeinsam. Danke. Niemand hat dich gefragt, Omi. Hey, was? Alter, wir prügeln uns jetzt. Sparkasse, 12 Uhr. Was wäre jetzt am schlausten? Hinterfressnapf. Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Vor Tennishalle. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Ach, Alter, der will auch nur Vögel. Der will nur ein Rohr verlegen. Die Regenrinne will er dann neu auspusten. Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Wen? Hey, nein. Ich kenn die nicht, ey! Oh. Oh nein, jetzt muss das einer von uns steuern. Wollen wir wetten? Wir werden uns bestimmt trennen, ja. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Bist du jetzt bei den beiden? Hauptsache, irgendwer findet Okay, wir muten uns. Okay, bis gleich. Oh mein Gott. Oder nie Bitte bring niemanden um, du Drecksack, Alter. Oh nein, er wird sterben. Der wird alleine zurückkommen. Ich sag's euch, Leute, ne? Oh nein, jetzt sind wir Kopfstoßer Andrew oder was? Ach, hör doch auf, ey. Warum mussten wir uns denn jetzt trennen? Das ist richtig dumm. Das gefällt mir gar nicht, Alter. Moment. Das Geräusch. Oh nein. Hä? Mist. Sie verletzt? Was war das? Ist alles okay? Ja, was hast du gemacht? Alles gut. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Warum ist er jetzt so panisch die Brücke runtergejumpt? Wir haben doch nur jemand gesehen, dass da irgendwie... Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, auf jeden Fall, dass es in Little Hope fast derselben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Wir müssen auf jeden Fall Ausschau halten, ob wir Bilder finden oder sowas. Und jetzt? Oh, wow. Oh nein. Blair Witch ist auch dabei. Alter. Es ist einfach Blair Witch. Ich weiß zwar immer noch nicht. Oh nein. Leute. Ah, danke, wenigstens habt ihr gewartet. Warum hat er denen das nicht gezeigt? Warum hat er denen das denn jetzt nicht gezeigt? Warte mal. Oh lol. Sie kommt einfach hinter mir. Kann ich da irgendwas? Ah ja, danke. Was für ein Ort ist das? Das sind irgendwelche Tierköpfe, ne? Und irgendwelche... Alter. Rede doch mit denen darüber, bitte. Okay, ich kann mir das nur angucken. Sonst nichts. Okay. Ich kann ja aber auch nicht hoch, ne? Nee. Ich kann nur den Weg weiter. Oh mein Gott. Alter. Naja, mal gucken. Ey, das ist so cool, dass wir uns immer splitten. Deswegen sage ich, Leute, aus verschiedenen Sichten angucken. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Denk auch mal an andere. Es geht hier nicht nur um dich, wir alle. Dankeschön. Sind deine Verantwortung. Himmel, ich kümmere mich doch um euch alle. Ja, alles klar. Und das ist der Dank? Junge, ich habe noch genau nie so wie eine egoistische Person wie ihn gesehen, ne? Einfühlsam. Tut mir leid, John. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Schon gut. Danke. Warum nennen die einfach... Hier oben ist was. Komm rüber und schau dir das an. Hä, auf einmal sind Häuser irgendwie interessant? Wir sind an 3 Häusern vorbeigelaufen. Karen, kannst du mal bitte ein bisschen näher rankommen, bitte? Kuckuck. Oh! Teufel!
Hey, was ist mit dem? Oh mein Gott, der will mich verarschen. Der rennt einfach weg. Was bist denn du? Da ziehen sich die Nippel ein. Konzentration. Ey, diese Katzen, Mann, was ist mit denen? Wie der einfach weggelaufen ist. Hey, was ist? Wo ist der? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Hey. Ich sehe mich nur ein wenig um. Hä? Bist du jetzt ein Einbrecher? Hä? Erzähl es einfach keinem. Wollen die mich... Ist eh niemand da. Wollen die mich verarschen? Es interessiert sie einfach gar nicht, dass der Typ weggelaufen ist. Ja, lass mich einfach hier alleine drin. Alles klar. Ey, die Leute sind so lost. Es tut mir leid. Modern Magic and Ritual. Moderne Magie und Rituale. Ronald Nelson. Moderne Magie und Rituale ist die umfassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart. Im Gegensatz zu Zaubertricks für Bühnenzauberer. Dieses Buch wurde für Praktizierende geschrieben, damit diese ihr Wissen und ihre Kunst vertiefen können. Es ist beschäftigt sich genauestens mit allen Aspekten moderner Magie und bietet den Lesern eine umfassende Auswahl an Ritualen zum Üben. Das ist ja toll. TC steht da drauf. New Age Flüche. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zur Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse, wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Kleben sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht in ihren Erwartungen entspricht. Möchten Sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid könnten die Magie stören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Dasselbe gilt für schädliche Magie. Andrew! Hey! Na endlich. Was soll das denn jetzt? Warum? Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Warum werde ich jetzt so aus dem Spiel gerissen, Alter? Das Ding ist... Alter, hast du gerade... Kevin? Hast du gerade irgendwas gemacht? Ich war gerade dabei, ein Haus zu durchsuchen, Alter. Der hat komplett die Szene übersprungen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gerade eine Postkarte aufgehoben und mir angeguckt, dann bin ich weitergelaufen. Ich habe gerade ein Buch gelesen und ich war halt mitten im Lesen drin. Auf einmal kam die Szene und ich wurde weiter in den nächsten Moment geworfen. Ich konnte das Haus gar nicht fertig gucken. Ich habe so jetzt eigentlich nichts, also bei mir war nichts, es hat nichts übersprungen. Ja, ich glaube, das ist manchmal, wenn du dann weiterläufst, dass du dann den nächsten Moment triggerst oder so und ich dann auch weitergeschmissen werde oder so irgendwie. Okay, ich bin hier auf dem Spielplatz irgendwie. Ja, Alter, ich habe gerade ein verschwundenes Haus, ich habe gerade ein Haus gesehen. Also wir haben ein Haus entdeckt, so, und da hat sich irgendwas drin bewegt und der Professor, was macht der? Der rennt einfach weg. Hä? Der rennt einfach weg und dann gehe ich in das Haus rein und es war halt eine Katze und dann habe ich halt dieses Buch gefunden, aber da war noch ein Raum, da hätte ich gerne reingeguckt. Scheiße. Ey, manche Sachen sind halt richtig weird. Und jetzt zum Beispiel, plötzlich hat Taylor hier den Durchblick gehabt. Wir haben zum Beispiel wir haben Megan gefunden und wieder eine Zeitreise gemacht sozusagen. Und fuck, ich hab nichts gesagt. Und das Kind hat sich das gemerkt. Ich schwöre, das wird uns die beiden killen oder so. Oder Alter, zumindest Daniel. Alter. Leno macht Praktikant. Okay, ich bin wieder weg. Aber ich hätte auch sagen können. Nein, du ich hast hätte verkackt. Auch Spießt. Der hat verkackt. Er hat uns alle getötet. Scheiße. Mann, dass man manchmal so weggeworfen wird einfach aus dem Moment, das ist halt ein bisschen doof. Ich mache ihm noch mehr Angst. Es war riesig und zum Was immer es war. Es war riesig und scheißgruselig. Ehrlich? Ich bin jetzt noch gelähmt vor Angst. Und dabei war der arme John viel näher dran. Ja, das war so schlimm. Ja, wie witzig. Ich sterbe vor Lachen. Hast du selber Schuld, Alter. Der denkt halt nur an sich, wenn es drauf ankommt. Ne? Das ist halt richtig dumm. Oh nein. Wir haben die Polizeistation gefunden. Hier finden wir sicher was. Oh nein. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon.
Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Hey, können wir nicht einfach die Tür irgendwie öffnen? Hey, da ist eine Scheibe drin? Bleibt nah beieinander, finde Hilfe in der Stadt. Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie einen Stein... Ja, wir nehmen halt den Stuhl, oder? Was ist das? Nichts. Pappe. Karen, lass mich mal kurz da... Karen. Ich will nichts verpassen, Alter. Ich will halt unbedingt was sehen. Also Bilder oder sowas. Hier ist eine Tür. Das ist ein Stein. Das ist ein Stein, aber... Ich gucke erst weiter hier. So ein bisschen durchschauen. Die Tür geht wahrscheinlich auch nicht auf, ne? Können wir auch gar nicht probieren. Und dann gehen wir nochmal zum Stuhl. Und dann... Beim Stuhl können wir auch nichts machen. Ja gut, dann nehmen wir den Stein. Ich muss alles, wirklich alles durchschauen, ey. Leno hat ein Geheimnis gefunden. Protestschilder. Oh, da bin ich gleich mal gespannt. Nehmen den Stein auf. Ja, liegt gut in der Hand. Ja, nice. Wirf doch den Prof durch die Scheibe. Ich glaube, so schnell kann ich gar nicht greifen, so schnell wie der weggerannt ist. Dann. Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? John, Alter. Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Hey, was ist mit dem? Ich bin ganz entspannt. Der ich sag ja nur. Der macht, bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der macht einen Wettbewerb draus. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Alles klar, Karen. Bang. Easy. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Halt's Maul, John. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Halt's Maul. Halt's Maul, John. Scheint sicher zu sein. Ich hoffe, dass du irgendwie auf einen Legostein trittst oder so. War ganz einfach. Der Typ ist so scheiße, ne? Du bist dran. Karen wird gleich irgendwie weggezogen von irgendwelchen Tentakeln. Was meinst du? Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während klar, die anderen immer noch im Wald herumirren. Hä? Wie er sie einfach alleine lassen will? Junge, ganz ehrlich. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Oh nein. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadt-Polizeigebäude sehen alle gleich aus. Gehsteig-Bulli? Hä? Was? Junge, was war das denn jetzt? Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Okay, wir suchen ein Telefon. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall, ja, in danke. Europa. Wie immer sehr schön optimistisch, die Karen. Until we meet again. Maybe somewhere else.